Unser Vortrag heißt, wie Yoga Ihnen helfen kann, Ihren Weg zu finden. Das Problem ist, dass das Konzept des Weges für alle unterschiedlich ist. Jeder wird auf seine Art ein wenig anders sein und den Weg auf seine Art finden. Warum? Weil alles durch die Arbeit des Bewusstseins bedingt ist. Nun ist es unmöglich, es darzustellen, denn betrachtet man jeden von ihnen genau, wie mit einer Lupe, was wird man sehen? Sie sind eine Bündelung bestimmter karmischer Erfahrungen, die in diesem Moment in einem Zeitabschnitt konzentriert sind. Das heißt, wenn man diese karmischen Erfahrungen auflöst, wird man solch ein Verbindungsgeflecht finden. Hier ist ein Teil ihrer Persönlichkeit, gebildet in einem Leben, ein anderes Stück Persönlichkeit in einem anderen Leben, im dritten, vierten und so weiter. Es stellt sich heraus, dass viele verschiedene Fäden bis zu diesem Punkt gehen. Dann gibt es ein Prisma, das all diese zusammenfügt, in einen bestimmten Körper konzentriert und nach einiger Zeit wird dieser bestimmte Körper sich seiner Persönlichkeit bewusst und versucht irgendwie zu leben. Und das Problem ist, dass Sie, wenn Sie versuchen zu verstehen, welche Motivationen Sie in verschiedenen Phasen Ihres Lebens hatten, verstehen, dass Sie in jungen Jahren die einen Süchte und Wünsche hatten, die einen Absichten und Motivationen, dann werden Sie eine mehr oder weniger erwachsene Person. Sie haben nun andere Absichten, andere Motivationen und je länger Sie leben, desto öfter ändert sich das Konzept. Diejenigen von euch, die ungefähr 40 Jahre alt sind, verstehen sicherlich, dass sie zurückblickend viele verschiedene Ideen und Konzepte hatten. Sie haben sie vielleicht schon vor langer Zeit verworfen, aber damals waren sie eindeutig das Wichtigste für Sie. Kennen Sie das? Verstehen Sie, worüber ich spreche? In manchen Fällen ist es sogar dramatisch. Es ist das, was wir wollten. Dann haben wir es erhalten und bereuen es. Warum wollten wir es nur? Wir werden jetzt also klären, wie Yoga Ihnen helfen kann, Ihren Weg zu finden. Im Grunde sieht es so aus. Stellen Sie sich vor, wir hätten hier einen virtuellen Yogi. Und dieser virtuelle Yogi hat verschiedene Chakren. Verschiedene Schulen beschreiben die unterschiedliche Struktur der Chakren. Selbst die Motivationen eines bestimmten Chakras werden auf unterschiedliche Weisen beschrieben. Wenn Sie es jedoch nur im Durchschnitt betrachten, ist das Muladhara-Chakra für das Überleben verantwortlich. Dazu gehört eine gewisse Aggression. Dies ist ein bestimmtes Konzept, wenn eine Person bereit ist, auf irgendjemanden zu treten, um zu überleben. Das heißt, ihre Hauptmotivation ist das Überleben. Und dementsprechend ist dies das Niveau der persönlichen Entwicklung, wenn es dem Menschen unter allen Bedingungen ums Überleben geht. Auf der Ebene des Muladhara-Chakras ist es grundsätzlich sinnlos, über Yoga zu sprechen, denn es gibt einen konzeptuellen Unterschied. Daher kann man in diesem Fall wahrscheinlich nur Mitleid mit diesen Menschen haben und sagen, dass sie aus diesem Bewusstseinsstand herauskommen sollten und versuchen sollten, höher zu steigen. Die nächste Stufe ist das Svadhisthana-Chakra. Wenn bei einer Person sinnliche Freuden an erster Stelle stehen, wie kann Yoga hier helfen, seinen Weg zu finden, wenn man sich auf der Ebene des zweiten Chakras befindet? Lasst uns einen Schritt zurückgehen. Erinnern Sie sich daran, ich habe Ihnen gesagt, jede Persönlichkeit, die Sie jetzt haben, ist eine Art Ergebnis des vergangenen Lebens. Warum wird eine Person in dieser Welt geboren, hat den gleichen Körper wie Sie und ist komplett auf das zweite Chakra fixiert? Was meinen Sie? Warum kann eine Person ausgerechnet auf dem zweiten Chakra sitzen? Woher kamen diese Leidenschaften? Was war es, was der Mensch in der Vergangenheit tun musste, dass er in diesem Leben so fixiert ist? Wie man so schön sagt, den kann man auch mit einem Bulldozer nicht herausziehen. Wahrscheinlich hat er eine solche Bewusstseinsarbeit anderen aufgezwungen und als Ergebnis wird er es in einem bestimmten Leben selbst erleben. Halten Sie das für möglich? In einem früheren Leben, entschuldigen Sie den Vergleich, fiel mir als erstes ein, leitete er ein Bordell. Nun, Sie wissen ja, er muss ja auch irgendwie überleben. Er hat damit sein Geld verdient. Er hatte so ein Geschäft. Wie sagt man doch, da kann man nichts machen. Egal, ob es nun ein Bordell oder eine Fabrik zur Herstellung von Alkohol ist. Er sagt, er müsse ja seine Familie ernähren, richtig? Das heißt, in diesem speziellen Leben sorgt er für seine Familie, indem er sein Tapas dafür ausgibt, dass Menschen für ihn auf einem bestimmten Chakra arbeiten und ihm Geld einbringen. Ob er will oder nicht, aber in jedem neuen Leben wird er ein bisschen von dieser Erfahrung durchleben. Das heißt, er wird immer einige Probleme mit dem zweiten Chakra haben.
Und es gibt nichts, was sie dagegen tun können. Das heißt, früher oder später wird er es abgearbeitet haben und alles wird gut. Ein wichtiger Punkt: Stempeln Sie niemals eine Person ab. Egal, wie sie sich verhält, welche Motive sie hat, welches vergangene Karma sie im Allgemeinen haben müsste, es spielt keine Rolle, weil Sie nicht wissen, was die Gründe für dieses oder jenes Ereignis war, warum der Mensch auf die eine oder andere Weise gehandelt hat. Daher hat jeder Mensch seinen eigenen Weg. Lasst ihn leben, es ist seine Erfahrung. Aber trotzdem kommt es vor, dass eine Person auf das zweite Chakra fällt und das war es. Wie kann man mit Hilfe von Yoga seinen Weg finden? In dem Fall ist es das Verlassen des zweiten Chakras. Es bedeutet, dass man einige Methoden der Selbstentwicklung verwenden wird. Merken Sie, dass ich Selbstentwicklung im weitesten Sinne des Wortes meine? Dies bedeutet nicht, dass nur Yoga, nur Asanas helfen. Es kann alles sein, aber man muss versuchen, seinen Energiekörper dazu zu bringen, seine Struktur zu verändern, wodurch die Energie dann aufsteigen kann. Wie unterscheidet sich Energie? Sie kann eine unterschiedliche Dichte haben. Stellen Sie sich etwas Dichtes, etwas Schweres vor. Können Sie sich Gelee in Ihren Händen vorstellen? Du nimmst es und es fließt. Und du nimmst einmal sauberes Kristallwasser und es ist gleich weg. Können Sie den Unterschied spüren? Es gibt ein solches Konzept, dass es auf jeder Ebene jedes Chakras so etwas wie ein bestimmtes Sieb oder Gitter gibt, das entweder Energie durchlässt oder nicht. Und je niedriger das Chakra ist, desto größer ist das Gitter und die Löcher sind größer. Je höher das Chakra ist, desto dichter sind die Zellen. Die Energie kann dort schwerer durchdringen. Das heißt, um die Energie durch die Innenwelt zu höheren Chakren zu leiten, muss sie durch bestimmte Aktivitäten so dünn wie möglich gemacht werden. Können Sie sich das vorstellen? Welche Methoden kennen Sie, die die gröbere Energie verfeinern? Was sind Ihre Vorschläge? Askese, was sonst? Mantra Om, Pranayama, was sonst noch? Gute Taten? Welche anderen Konzepte gibt es? In der Tat höre ich Ihnen als erfahrener Lehrer zu. Auch wenn Sie Askese üben, heißt es noch nicht, dass Sie dichte Energie in feine umwandeln. Das muss nicht sein. Was hier benötigt wird, ist eine Reihe bestimmter Askesen und Yoga-Techniken sollten auch dabei sein. Auch wenn Sie nur Mantras üben, können Sie ganz sicher nach einer gewissen Zeit, wenn Sie ein bestimmtes Niveau erreichen, die Energiedichte ändern und Sie dadurch in höhere Chakren leiten. Tatsache ist jedoch, dass eine Person, die sich auf dem zweiten Chakra befindet, den gesamten Komplex anwenden muss. Alles, was Sie aufgelistet haben. Sie muss Askese, Asanas, Pranayamas und Mantras ausführen. Es sollte eine umfassende Herangehensweise sein. Sie brauchen jedoch noch etwas anderes. Was brauchen Sie noch, um Energie aus dem zweiten Chakra nach oben zu leiten? Was meinen Sie? Еще даже что-нибудь ему делать. Что, преподаватели, что ему еще можно сделать, чтобы второй чакры ему поднять энергию? Какие предположения? Lehrer werden? Stellen Sie sich also vor, es gibt einen solchen Lehrer, ganz verfeinert, in Leggings oder in Radfahrerhosen. Er kann die Realität nicht anders wahrnehmen. Was haben Sie denn gedacht? Frei von schlechten Gewohnheiten? Beim zweiten Chakra ist das äußerst schwierig. Diese Menschen essen normalerweise gerne Süßigkeiten. Das heißt, es ist sehr schwierig für sie ohne Geschmackserlebnisse. Man muss also noch allumfassender herangehen. Dieser Mensch braucht einen strengen Lehrer, der ihn so richtig herumscheucht. In schwierigen Fällen empfehle ich für gewöhnlich, Ashtanga Vinyasa zu machen zum Beispiel. Also etwas, bei dem man richtig durchgreift. Iyengar-Yoga ist da sinnlos. Dort wird man frieren und verliebt sich zudem noch in jemanden. Aber etwas Hartes würde hundertprozentig helfen. Nun, mit dem zweiten Chakra ist es mehr oder weniger klar. Wenn der Mensch auf dem dritten Chakra ist, welche Motivationen hat er dann? Zählen Sie sie auf. Wofür ist das dritte Chakra verantwortlich? Gier? Naja, Materialismus ist mehr das Muladhara-Chakra. Macht? Nein, Intellekt. Das sind Schriftgelehrte. Die Pharisäer, wie sie früher genannt wurden, mit einem starken Intellekt, der es liebt, Informationen zu erhalten und zu verdauen. Das heißt, das Manipura-Chakra ist in gewissem Maße ein intellektuelles Chakra. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich sage, dass es eine Person bis zu einem gewissen Grad auf die Ebene des Philosophierens bringt und sie erdet. Dies stoppt den Menschen auch in der Entwicklung. Denn wenn er viel nachdenkt, dann gibt es Probleme. Frage.
Wie können Sie verstehen, in welchem Chakra Sie sich befinden? Und auf welchem morgens, nachmittags oder abends? Denn am Morgen ist es das eine Chakra, beim Mittagessen das zweite und am Abend das dritte. Sie haben mit Ihrem wollüstigen Partner gesprochen, nun sind Sie dran. Für einige Zeit werden Sie im zweiten Chakra plätschern. Macht nichts, das ist normal. Sie sollten also einfach ein Tagebuch führen. Wenn Sie ein Tagebuch führen, merken Sie nach und nach, worauf Ihr Bewusstsein am häufigsten reagiert. Sie merken, was Sie im Griff hat. Das heißt, Sie können bestimmte Konzepte nicht loswerden. Schreiben Sie dann diese Konzepte auf, was für Sie am wichtigsten ist. Und suchen Sie dann bei Google oder in einer beliebigen Suchmaschine, zum Beispiel Gier, was für ein Chakra ist das, und lest alles, was dort geschrieben steht. Oder Lust, was für ein Chakra, die Suchmaschine wird dir alles erzählen. Unsere Suchmaschinen sind jetzt sehr intelligent. Sie finden schnell die Suchwörter und sagen ihnen alles. Dementsprechend besteht die Hauptsache darin, sich selbst nicht aufzugeben, egal welches Chakra dominant ist. Das, was Sie heute beherrscht, wird sich allmählich ändern, wenn Sie Yoga praktizieren. Es gibt keine Fälle, dass eine Person so fest in einem Chakra sitzt, dass sie nicht rauskommt. Das gibt es einfach nicht. Sie können grundsätzlich davon wegkommen, wenn Sie sich anstrengen. Nun, mit dem Manipura ist es klar. Das gesamte Spektrum, das wir beim letzten Chakra angesprochen haben, hilft beim Manipura auch. Das nächste Chakra ist das Anahata. Welche Probleme gibt es hier? Anhänglichkeit, denke ich. Liebe kann es auch aus Sicht des Manipura sein. Er liebt sie so sehr, weil sie reich ist. Also liebt er sie. Wie würde er ohne sie auskommen? Verstehen Sie? Nun, mit dem Svadhisthana Chakra ist es klar. Mit dem Muladhara wird die Liebe höchstwahrscheinlich überhaupt nicht auskommen. Selbst auf der Ebene des Vishuddha können sie sich lieben, weil sie als gemeinsame Partner etwas tun. Dann lieben sie sich als Partner. Aber das Problem des Anahata ist die emotionale Bindung, wenn Sie einen Partner lieben. Wissen Sie, was die Gemeinheit ist? Wenn Sie jemanden lieben, ist es wie eine Waage. Auf die eine Waagschale werden Sie immer mehr Liebe legen. Sie wird schwerer, sinkt tiefer und tiefer. Und glauben Sie mir, die zweite Waagschale wird steigen und früher oder später wird sie nach einer Kompensation verlangen. Und sie nimmt hundertprozentig all das, was Sie in die erste Schale gelegt haben. Das heißt, wo Liebe ist, muss es welche Qualität geben? Wer weiß es? Eifersucht, Trennung. Wenn Sie jemanden auf die eine oder andere Weise sehen, werden Sie die Realität nicht gleich wahrnehmen. Aber im Grunde ja, Eifersucht und Anhänglichkeit. Wenn Sie nachts nicht schlafen können, weil Sie an eine Person denken, erinnern Sie sich doch daran, wie Sie als junge Menschen waren. Erinnern Sie sich an Ihre erste platonische Liebe? Entsetzlich, wie es den Menschen ergehen kann, nicht wahr? Stellen Sie sich vor, wie diese armen Menschen leiden. Aber mit Hilfe von Yoga kann dies auch geändert werden, oder? Auf welche Weise? Grundsätzlich hilft auch alles, was wir aufgelistet haben. Das heißt, wenn Sie sich mit verschiedenen Methoden der Selbstentwicklung bemühen, wird dies definitiv zu einem Ergebnis führen. Das Hauptproblem des Anahata-Chakras ist, dass Anhaftung notwendigerweise zu Leiden führt, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Es gibt jedoch einen wichtigen Punkt. Tatsache ist, dass diese Bindung in vernünftigen Grenzen erforderlich ist. Vor allem, wenn Sie ein Familienleben haben. Tolerieren Sie ohne Anhaftung keinen zerbrochenen Becher eines Partners oder nicht entfernte Socken, die aus irgendeinem Grund an dem Ort liegen, obwohl sie 20 Mal gesagt haben, diese wegzulegen, und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt alle möglichen Vorfälle, die man kaum akzeptieren kann, wenn es keine Anhaftung gibt. Wissen Sie, es ist wie ein freiwilliges Berauschen. Das heißt, Sie ziehen die Kappe des Unbewussten auf und es entsteht eine Illusion, dass alles in Ordnung ist. Ein sehr anschauliches Beispiel ist die mütterliche Liebe, wenn eine Mutter ein Kind liebt. Im Prinzip ist es notwendig, dem Kind zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Aber sie ist so in dieser Bindung, dass sie ihm in keiner Weise hilft. Deshalb muss der Vater sich einschalten und es motivieren oder das Sahasrara Chakra stimulieren, damit die Energie des Kindes das Sahasrara Chakra erreicht. Und das Kind beginnt sofort, die Realität angemessener wahrzunehmen. Als nächstes das Vishuddha-Chakra. Dies ist die Konfrontation. Für alle Chakren sind diese Techniken, die Sie wiederholten, Asanas, irgendwelche Askesen, Mantras, Pranayamas, effektiv. Aber Sie sagten unterrichten. Natürlich unterrichten. Aber der Unterricht ist nicht jedermanns Sache. Wir haben jetzt etwa 20% Yogalehrer im Saal. Im Prinzip werden Sie das verstehen und warum es funktioniert.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen und Ihre Energie abzugeben, dann glauben Sie mir aufs Wort, beginnt allmählich der Energieaustausch. Das heißt, grob gesagt, Ihnen geht es gut. Sie kommen ins Fitnessstudio, führen ein Training durch und nach dem Training schleppen Sie sich meistens aus dem Raum. Nennen wir die Sachen beim Namen. Sie hatten also etwas, was Sie losgeworden sind. Die Leute sind nach einem Training beflügelt, verlassen den Raum und sagen, ich fliege direkt nach Hause, wie toll alles ist. Nun, wer hat nach dem Training die Flügel gefühlt? Gebt die Hände. Seht ihr, die meisten fühlten es. Daher motiviert Yoga bis zu einem gewissen Grad. Glauben Sie mir, so sehr Sie Flügel bekommen, so sind Sie beim Lehrer abgefallen. Dementsprechend muss er nach Hause kommen und sich bemühen, sich irgendwie wieder zu regenerieren. Tatsache ist jedoch, dass dieser Prozess, Energie zu bekommen und dann durch das Praktizieren neue Energie zu empfangen, nicht mehr Ihr persönliches Vorhaben ist. Weil Sie dies nicht für Ihren Egoismus tun, bedeutet dies, dass Sie eine bestimmte Mission oder Funktion ausführen, die im wahrsten Sinne des Wortes dazu beiträgt, die Gesellschaft um Sie herum zu verbessern. Weil die Menschen, die zu Ihnen kommen, um zu üben, von Yoga wirklich profitieren. Es ist äußerst selten, dass eine Person, die zum Yoga ging, herauskommt und weniger bewusst lebt als vor dieser Beschäftigung. Besonders, wenn der Lehrer adäquat ist und der Lehrer selbst darauf achtet, wie er lebt. Wird sein Schüler in etwa auf dieselbe Weise leben und seine Funktion in der Gesellschaft bewusster wahrnehmen. Ganz gleich, ob Sie wollen oder nicht, Sie erfüllen eine bestimmte Aufgabe der Veredelung der Gesellschaft oder befreien die Gesellschaft von Selbstsucht und kultivieren den Altruismus. Wie können Sie aus solchen Handlungen Energie gewinnen? Tatsache ist, dass es jetzt auf diesem Planeten eine Hauptkrankheit gibt. Woran ist die Gesellschaft erkrankt? Konsum und Egoismus. Das Hauptproblem ist, dass wenn jeder Konsument und Egoist ist, dieser Planet praktisch keine Chance hat. Es muss also diejenigen geben, die über Altruismus sprechen. Und wenn solche Leute über Altruismus sprechen, was passiert dann? Jemand kann ihnen zuhören. Stellen Sie sich vor, es gibt eine Person oder eine Gruppe von Menschen und nehmen wir an, diese Menschen hätten Informationen über Altruismus gehört. Nehmen wir an, sie haben den Vektor ihrer Entwicklung leicht verändert oder den Verbrauch reduziert, den sie normalerweise im Leben benötigen. Was passiert auf dem ganzen Planeten? Sie stimmen sicher zu, dass es dem ganzen Planeten dann ein bisschen besser geht. Sie bekommen also die Energie dieser Mission, eine Veränderung der Energie. Stellen Sie sich vor, dass der Planet lebt und er leidet jetzt unter der Tatsache, dass die Menschheit jetzt krank ist. Sie hat eine selbstsüchtige Erkältung. Weil jemand einfach nur Geld mit den Verbrauchern verdienen will, gibt es das Problem. Dementsprechend erhält der Lehrer, der ins Fitnessstudio ging, unterrichtet hat und sich nun erholt, wirklich Energie von oben, um diese Aktivität fortzusetzen. Позанимался и потом восстанавливается, он действительно получает энергию свыше для того, чтобы и дальше этой деятельностью заниматься. Haben Sie eine Frage? Angenommen, man arbeitet im öffentlichen Dienst, also für den Staat, und bemerkt das Fehlen von Millionenbeträgen. Wie soll man sich verhalten, wenn einem daraufhin Bestechungsgelder angeboten werden? Da sich alles um Geld dreht, bekommt man riesige Probleme, wenn man diese Gelder nicht annehmen, sondern den Verlust melden würde. Was tut man in solch einer Situation? Nun, lassen Sie es mich ein wenig umformulieren. Tatsache ist, dass Sie Ihr zukünftiges Leben so gestalten, dass Sie in der richtigen Gesellschaft leben werden, wenn Sie Ihre Pflicht erfüllen und mit Ihrem Gewissen keine Kompromisse eingehen. Das heißt, wenn Sie es tun, wie es sein sollte. Nicht in diesem Leben. In diesem wird es natürlich Probleme geben. Aber die Realität wird sich allmählich so gestalten, dass Sie wiedergeboren werden und Sie werden in korrekten Umständen leben, so wie Sie es jetzt fordern. Das alles nach dem sogenannten Gesetz gemacht wird. Sie schaffen selbst eine Gesellschaft, in der all dies umgesetzt wird. Also nicht schlecht. Aber wie können Sie sich in diesem Fall regenerieren? Es sind all die Faktoren, die wir aufgeführt haben. Asanas, Askesen, Pranayamas, Mantras, all dies kann Ihnen helfen.
Sie müssen nur verstehen, dass sie dies nicht für sich selbst tun. Sie verbessern die Gesellschaft. Sie halten also durch, weil sie die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, richtig? Gehen sie so mit anderen um, dass sie nichts dagegen haben, es als Gegenleistung zu erhalten. Das heißt, sie machen genau das, was sie selbst bekommen wollen und alles wird gut. Aber ich wiederhole noch einmal. Versuchen Sie zu verstehen, dass es kein Problem gibt, das Sie nicht mit Hilfe von Yoga lösen können. Im Normalfall kann jedes Problem schrittweise gelöst werden. Das heißt, alles kann geändert werden. Wie kann Yoga Ihnen helfen? Die Hauptsache ist, sich zielgerichtet auf diesen Weg zu bewegen und zu versuchen, dabei Fuß zu fassen. Das ist das Hauptproblem, wenn eine Person anfängt, Yoga zu praktizieren, aber nach 2-3 Jahren versteht sie, es ist schwer, ohne Yoga ist es sehr viel einfacher. B. Es ist notwendig, sich ständig zu bemühen. C. Die Umwelt ist dagegen, das heißt, sie kämpfen und kämpfen, aber die anderen bleiben dabei und es gibt viele von ihnen. Das ist das Hauptproblem, wissen Sie? Sie sind in Ihrem Umfeld sicher allein. Und wie viele Menschen kennen Sie, die sagen, Yoga ist eine Art Blödsinn. Gehen wir doch zum Fußball oder so. Sie motivieren sie in eine völlig andere Richtung, richtig? Ist das vernünftig? Egal, ob sie es mögen oder nicht, in den ersten Jahren ist ein gewisses Überleben nötig. Wie kann man das überwinden? Sie müssen Freunde finden, Gleichgesinnte, mit denen sie den Weg mehr oder weniger gemeinsam gehen können. Das heißt, grob gesagt, sie müssen Freunde haben. Dies gilt besonders für Yogalehrer. Vor allem, wenn die Lehrer in einer Region leben, wo man von Yoga noch nie etwas gehört hat. Manchmal stellt man mir die Frage, André, wie kann man im Dorf Yoga unterrichten? Ich sage ehrlich, naja, nicht möglich. Wenn die Menschen im Dorf im wahrsten Sinne des Wortes überleben, wie bringt man ihnen Yoga bei? Ein Mädchen schrieb mir aus Frankreich, André, es ist ein kleines Dorf, ich will hier unterrichten. Stellen Sie sich vor, das satte, fast schon überfressene Frankreich. Es scheint, dass alles gut ist. Die Weinberge, die Hühner legen ihre Eier, Ruhe und Frieden, ja? Und warum sollten sie Yoga machen? Es macht keinen Sinn. Daher kann Yoga nur in mehr oder weniger großen Städten praktiziert werden. Laut Statistik ist der Prozentsatz der Menschen, die Yoga praktizieren können, nicht sehr groß. Ein sehr kleiner Prozentsatz. Und in der Tat, wenn sie im Dorf wohnen und nicht weit von ihnen entfernt eine Stadt ist, ist es besser, in der Stadt zu unterrichten. Dies ist die erste Option. Die zweite Option, versuchen Sie online zu unterrichten. Nun, das sind neue Trends, ob Sie wollen oder nicht, aber das Internet wird ein unglaubliches Niveau erreichen. In den nächsten 10 Jahren wird es sich sehr stark entwickeln. Wenn Sie ein Lehrer sind, versuchen Sie eine Möglichkeit zu finden, online zu unterrichten. Aber wenn Sie unterrichten möchten, müssen Sie sich natürlich einen Namen machen. Das heißt, Sie müssen Vorlesungen aufnehmen und im Internet hochladen. Das heißt, man muss sie kennen. Dann wird sich ein bestimmtes Publikum versammeln, das zu Ihren Kursen kommt. Finden Sie daher in der Region möglichst Partner oder Freunde, die gleichgesinnt sind. Vor allem, wenn es sich um eine weit entfernte Stadt handelt, in der in der Tat nichts über die Essenz von Yoga oder Yoga auf Erwachsenenart bekannt ist. Vor kurzem hat mir ein Mädchen aus der Ukraine geschrieben. Sie sagt, André, ich habe ein Yoga-Studio, ich unterrichte adäquates Yoga und wir haben Lehrer dort. Sie trinken und rauchen fast alle und so weiter. Nun, was soll man da sagen? Sind sie nicht für uns geeignet? Es macht keinen Sinn. Das heißt, vielleicht waren sie die letzte Gelegenheit für diese Menschen, um zumindest eine Alternative zu sehen. Versuchen Sie also, in diesem Fall sie nicht zu ändern, sondern versuchen Sie, mit Ihrem Beispiel voranzugehen. Das Wichtigste, das ich Ihnen heute vermitteln möchte, ist jedoch, dass, unabhängig davon, welche Probleme Sie in dieser Entwicklungsphase haben, wenn Sie sich bemühen, Sie die Situation, in der Sie sich befinden, definitiv ändern werden. Denken Sie daran, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie, wie Sie jetzt existieren, wenn man zurückdenkt, in jeder Facette Ihrer Persönlichkeit in einem bestimmten früheren Leben geformt wurden. Sie sind eine Kombination von Faktoren. Wir sprachen über Karma. Vielleicht dachte jemand nur an die negative Seite. Nicht ganz. Tatsächlich gibt es in dieser Manifestation Ihrer vergangenen Leben notwendigerweise auch positive Manifestationen.
Es ist nur so, dass sie am Anfang nicht aktiv sind. Sie schlafen oder sie sind von oben mit einigen anderen Sachen zugemüllt, die das Erwachen ihrer Essenz verhindern. Aber in der Tat kann das alles geändert werden. Wenn sie sich systematisch und gezielt auf diesem Weg bemühen, werden sie früher oder später die Qualitäten, die sie von Leben zu Leben erworben haben, manifestieren. Nur das wird ihnen hundertprozentig helfen. Ich würde nicht darauf hoffen, dass sie sich irgendwie in dieser Realität an den Pfad des Yoga klammern können, nur weil sie es wollen. Solange sie keine wesentlichen Eigenschaften aufweisen, die sie von Leben zu Leben aufgebaut haben, werden sie nicht auf diesem Weg bleiben können. Ich habe es nicht erfunden, das sagt die Statistik. Wenn Sie eine Frage haben, nehmen Sie das Mikro. Mein Mann möchte nicht einmal zum Arzt, wenn er krank ist, geschweige denn zum Yoga. Und ich habe auch versucht, ihm sogar Gutscheine für den Yoga-Unterricht zu geben. Aber er war immer beschäftigt und es kommt sogar zum Streit deswegen. Wie soll ich vorgehen? Sie sagen, man soll eine Person nie aufgeben. Was soll ich aber in dieser Situation tun? Tatsache ist, dass wenn Sie eine Frau sind und einen Mann vor sich haben, egal wie viel Druck Sie machen, er wird nur mehr Widerstand leisten. Ein Mann müsste schon ein Masochist sein, dass wenn eine Frau etwas sagt, er sofort hinrennt und es macht. Deshalb ist es besser, den Druck wegzulassen und sich nach und nach selbst zu verändern. Wenn er sieht, dass Sie sich mit Hilfe von Yoga zum Besseren verändern und wenn er adäquat ist, wird er es definitiv sehen, vielleicht wird er verstehen, dass nicht alles so einfach ist. Das heißt, es ist möglich, dass im Yoga gewisses Potenzial vorhanden ist, das für ihn noch nicht spürbar ist, aber alles hat seine Zeit. Ich kann Ihnen sagen, dass ich viele Familien kenne, wo die Situation ungefähr gleich war, wie Sie sie gerade beschrieben haben, und die Ehefrauen es geschafft haben, ein Werkzeug zu finden, mit dem der Ehemann seinen Standpunkt um 180 Grad ändern konnte. Es gibt viele solcher Beispiele. Daher ist es nicht notwendig, hier aufzugeben. Ich werde in der Runde fragen. Sehr geehrte Damen, bitte sagen Sie mir, wer von Ihnen Ihren Ehemann so beeinflussen konnte, dass er seine Vorstellungen leicht änderte. Wenn Sie Erfolg hatten, werden Sie, ich bin mir sicher, auch Erfolg haben. Vielleicht können Sie eine Art Diskussion in einem sozialen Netzwerk anstoßen. Teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen, welche Instrumente Sie benutzen, um Ihren Mann zu ändern. Übernehmen Sie auch die Erfahrung anderer. Vielleicht hilft es jemandem. Unsere Situation ist die folgende. Bevor wir uns kennenlernten, hatten die Eltern meines Mannes einen eigenen Bauernhof mit Kühen, die sie ins Schlachthaus brachten und so weiter. Mein Mann ist seit 3 Jahren Vegetarier, genau wie ich. Wir führen ein gesundes Leben, trotzdem haben seine Eltern diese Sachen getan. Jetzt ist dieser Bauernhof immer noch da, aber die Eltern beschäftigen sich immer weniger damit und wollen ihn verkaufen. Natürlich bin ich sehr besorgt wegen dieses Themas. Als wir uns kennenlernten, hatte ich meinem Mann schon damals gesagt, dass das nicht gut sei. Wie wirkt sich das auf unsere Kinder aus und was können wir tun? Sie sollten an sich arbeiten. Tatsache ist, dass Ihre Eltern erwachsen sind und ihr eigenes Karma haben und Sie müssen selbst auf Ihre Weise entscheiden, was das Richtige ist. Wenn Sie ihnen etwas empfehlen, das ist wie, wissen Sie, wie einen Präsidenten in diesem Land. Schreiben Sie ihm beispielsweise einen Brief an die Verwaltung, damit diese ihn prüft und etwas ändert. Wird er Sie anhören? Es ist möglich, dass er Sie anhört, wenn Sie viel schreiben und die Verwaltung der Ansicht ist, dass sie adäquat sind. In diesem Fall ist die Präsidialverwaltung in der Familie, von der Sie sprechen, das bereits geformte Bewusstsein dieser Eltern. Das heißt, sie wenden sich an dieses Bewusstsein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie gehört werden, wissen Sie, ist sehr gering. Weil das Bewusstsein auf seine eigene Weise geformt wird, betrachtet es die Realität auf seine eigene Weise. Und ihr Bewusstsein zu ändern, macht einfach keinen Sinn. Diese Verwaltung in Form von ihrem Bewusstsein macht ihr Ding und sie machen ihr Ding. Also ist es hier sinnlos, zu diskutieren. Ich habe Fälle gesehen, in denen auch die Menschen eine bestimmte Beziehung zur Fleischindustrie hatten. Das ist okay. Gibt es hier Vegetarier, die es von Geburt an sind? Geben Sie die Hand. Von Geburt an. Sie haben also alle Fleisch gegessen. Also hat jemand für Sie gekocht.
das Fleisch zubereitet und das alles. Das heißt, alle waren an diesem Verfahren beteiligt, dem Fleischkonsum anderer Lebewesen. Kein Problem, sie konnten sich weiterentwickeln. Sie machen jetzt Yoga. Warum habe ich dieses Beispiel gebracht, dass sie alle Fleisch gegessen haben? Worum es geht, ist Folgendes. Wenn sie ein Leben als Tier während ihrer vergangenen Leben hatten, ein Tier, das getötet und gegessen wurde, dann werden sie in diesem Leben, ob sie es wollen oder nicht, gezwungen sein, die Körper anderer Lebewesen zu essen. Und bis dieses Karma endet, werden sie es essen. Das heißt, es liegt nicht daran, dass sie neues Karma anhäufen, sondern daran, dass sie das frühere Karma noch nicht abgearbeitet haben. Verstehen Sie die Essenz? Aber was ist das Problem, wenn sie zu einem Tier werden? Das Problem der Tierwelt ist, von dort ist es sehr schwer, wieder rauszukommen. Wenn sie einmal in die Tierwelt hineingeraten, dann für eine sehr lange Zeit. Und ich versichere Ihnen, auch wenn Sie in diesem Leben Vegetarier geworden sind und beginnen adäquat zu leben, aber wenn Sie jemals in eine Welt der Menschen reinkarnieren, wenn auch nicht gleich im nächsten Leben, aber es besteht die Möglichkeit, dass Sie wieder in eine Situation kommen, in der Sie wieder mit Fleisch gefüttert werden und nicht gefragt werden, ob Sie es wollen oder nicht. Solche Gewohnheiten sind entstanden. Wir haben übrigens vor, einen Kanal zu starten, bei dem vegetarische Gerichte vorgekocht werden. Versuchen Sie zumindest an diesem Projekt teilzunehmen. In der Zukunft, in den nächsten Leben, werden Sie dem Vegetarismus immer früher begegnen. Denn wenn Sie jemandem helfen, etwas über eine alternative Ernährung zu erfahren, dann wird in Ihrem zukünftigen Leben diese Zeit des Fleischessens immer mehr schrumpfen. Natürlich geschehen keine Wunder. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie in einer Familie geboren werden, in der Sie von Kindheit an Vegetarier sind. Obwohl ich solche Menschen kenne, und jetzt werden es immer mehr. Ich weiß, dass jetzt in dieser Welt eine ganze Generation von Kindern aufwächst, die seit ihrer Kindheit Vegetarier sind. Ich kenne Erwachsene, die in dieser Welt geboren wurden und von Geburt an Vegetarier sind. Mit ihren Köpfen ist alles in Ordnung und sie sind adäquate Menschen. Daher ist es möglich. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Sie sollten die älteren Verwandten nicht nerven. Das heißt, versuchen Sie selbst klarzukommen. Haben Sie auch eine Frage? André, bitte erzählen Sie uns von Ihren Lehrern. Wer war Ihr erster Guru, der Ihnen die Tür zum Yoga öffnete? Und wer ist jetzt Ihr Guru, wenn es zwei verschiedene Persönlichkeiten sein sollten? Soll ich nach der Liste gehen? Wissen Sie, der allererste Lehrer, von dem ich viel gelernt habe, Sie werden es mir nicht glauben, war der Leiter einer Blaskapelle. Er war eigentlich ein Musiker, aber auf diesem Entwicklungsstand war es ein großes Zeichen für mich. Und dann habe ich von vielen gelernt und jetzt lerne ich von vielen. Sogar von den Lehrern in unserem Club. Warum? Nun, es macht keinen Sinn, eine Person zu nennen. Selbst wenn ich sage, ich habe dort etwas von dieser Person gelernt. Aber Sie verstehen, was ich meine. Wenn Sie zu ihm kommen, weil Sie glauben, dass mein Wort Autorität besitzt, wissen Sie ja nicht, was ich dort gelernt habe. Sie kommen zu jemandem, um zu lernen. Aber Sie lernen nicht, was Ihnen beigebracht wird, sondern das, was nicht zu sehen ist und was nicht ausgesprochen wird. Verstehen Sie, worüber ich spreche? Zum Beispiel traf ich am Kailash in diesem Jahr einen meiner Lehrer. Wir kamen zur Kora und einer meiner Lehrer, den ich lange nicht gesehen hatte, kam auch. Der Arme ist sehr alt geworden. Aber das macht nichts. Er versucht immer noch, den Kailash zu umrunden und sein Leben zum Besseren zu verändern. Glauben Sie mir, es macht keinen Sinn, sich daran zu orientieren. Sie können von jeder Person lernen, die zumindest in irgendeinem Aspekt besser ist als Sie. Glauben Sie mir, ich möchte nicht ein Idol für Sie erschaffen. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet. Suchen Sie nach einem Lehrer, bei dem Sie glauben, dass er Ihnen zumindest etwas beibringen kann. Von besonderem Wert sind die Lehrer, die Ihnen beibringen, wie man etwas niemals tun sollte. Dies ist das Wertvollste. Gerade die Lehrer, die sich unangemessen benehmen, unangemessen handeln, das ist das Wertvollste, glauben Sie mir.
Wenn Sie es an einem anderen Beispiel nicht gesehen hätten, hätten Sie es selbst getan. Glauben Sie nicht? Leider ist es so in diesem Leben. Ich werde zwei Fragen online lesen. Die erste: Wie reagiere ich, wenn die Eltern meines Ehemanns um Hilfe beim Verkauf von Fleisch bitten? Die Angst vor großen Konflikten ist groß, obwohl ich versuche, sie so weit wie möglich zu vermeiden. Nun, verstehen Sie, ich stelle es mir nun vor, dass sich jemand an mich wendet und sagt: Andrei, hilf mir, das Fleisch zum Verkauf vorzubereiten. Nun, es ist sicherlich schwer vorstellbar. Ich habe nicht einmal solche Verwandten. Aber nein, es gibt Verwandte, die sich immer noch Fleisch gönnen. Lasst uns ein bisschen spielen. Also würden Sie mich kontaktieren und darum bitten. Ich würde fachkundig einen Vortrag über den Schaden dieser Tat halten. Das ist das Erste. Wenn Sie überhaupt nicht vernünftig wären und darauf bestanden hätten, wie die junge Frau sagt, die Angst vor Konflikten da wäre, kein Problem. Ich würde das Om-Mantra mit Mitleid rezitieren und das Fleisch in kleine Tüten wickeln, so dass derjenige, der es öffnet, ein solches Mitleid für dieses Fleisch empfinden würde, so dass er es bereuen würde, dass er es überhaupt gekauft hat. Also gut, überlegen Sie. Sie können einen Konflikt vermeiden. Sie könnten ihnen zum Beispiel sagen: Versteht doch, das widerspricht meinen Grundsätzen. Ich habe bereits andere Prinzipien und dies widerspricht meinen Prinzipien. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich zwinge euch auch mein Yoga nicht auf. Warum zwingt ihr mich also mit Fleisch zu hantieren? Reden Sie mit ihnen. Vielleicht können sie es ihnen beibringen. Aber glauben Sie mir, Fleisch ist nicht das Schlimmste auf dieser Welt. Zum Beispiel sind heute buddhistische Mönche wahrscheinlich in 90% der Fälle alle Fleischesser. Vor allem, wenn sie Tibeter sind, sind sie praktisch alle Fleischesser. Vor etwa 7 bis 8 Jahren begannen der Karmapa und der Dalai Lama gerade auf öffentlichen Veranstaltungen Banner aufzuhängen. Wir sind für Vegetarismus. Vegetarismus ist der Weg in die Zukunft und so weiter. Solche Slogans schreiben sie, damit alle Mönche, die an dem Slogan vorbeikommen, es lesen, weil es wirklich sehr wichtig ist. Aber wie erklären diese sogenannten Mönche ihr Fleischessen? Dies ist der gleiche Grund, warum Tsongkhapa, einer der Reformer Tibets, in Tibet wiedergeboren wurde, weil die Tibeter begannen, die Essenz der buddhistischen Lehre zu verzerren. Sie denken so: Wir konsumieren Fleisch, wir helfen diesen Tieren. Weil wir praktizieren, wird es diesen Tieren etwas besser gehen. Das heißt, sie nehmen sich praktisch der Mission eines Bodhisattva an. Das heißt, der Bodhisattva lässt dieses Fleisch durch sich hindurch, so dass er den, den er isst, auf ein höheres Niveau bringt. Tatsache ist jedoch, dass nicht alle Bodhisattvas sind. Bodhisattvas sind vielleicht 0,00 irgendwas. In der Perspektive vielleicht 1%. Und der Rest frisst nur, weil sie eine solche Angewohnheit haben und sie nicht loswerden wollen. Das ist aber ein großes Problem. Wenn man jedoch liest, was Buddha Shakyamuni über Fleisch gesagt hatte, er sagt in einem Sutra ausdrücklich: Wenn jemand sagen würde, dass ich Fleisch essen erlaube, dann ist das eine Lüge. Vor kurzem habe ich einen Pharisäer, naja, kurz gesagt einen Bücherliebhaber gesehen. Er sagte, dass in den heiligen Schriften Fleisch erlaubt ist und nannte ein Shastra, wo Indra sagte: Für mich werden Bullen zubereitet. Aber die Tatsache ist, dass die Shastras beschreiben, dass Indras Worte eine nicht adäquate Haltung bedeuteten und nicht, dass man dies tun darf. Indra gegenüber, ehre ihm, gibt es in der Regel eine voreingenommene Haltung in der vedischen Kultur, denn diejenigen, die diese Position einnehmen, bauen oft Mist. Die Tatsache, dass er in diesen Schriften Fleisch konsumiert, bedeutet nicht, dass alle anderen es essen sollen. Im Ayurveda darf in einigen Fällen auch Fleisch gegessen werden. Sie sagen, wie es gekocht werden kann, aber am Ende wird deutlich gesagt: Alles, was sie essen, werden in Zukunft sie selbst sein. Das heißt, sie werden zu dem, was sie jetzt konsumieren. Das ist wirklich das Hauptproblem. Haben Sie weitere Fragen, Freunde?
Meine Tochter hat eine schwere Erkrankung der Beinknochen. Wie kann ich ihr als Mutter helfen, mit Hilfe von Yoga ihr Karma zu lindern? Sie ist 10 Jahre alt und hatte bereits 8 Operationen. Schwierige Frage. Wenn es 8 Operationen waren und sie ist 10 Jahre alt, stellen Sie sich vor, mit welchem Karma diese Seele in diese Welt wiedergeboren wurde. Nun, jede Operation bedeutet Leiden und das Kind nimmt dieses Leiden von Kindheit an auf sich. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob es helfen wird oder nicht, aber versuchen Sie, sich zu ändern. Vor vielen Jahren gab es einen Fall eines Freundes von mir, der auf diese Weise das Asthma von seiner Tochter geheilt hatte. Es war noch zu Sowjetzeiten, die Demokratie hatte bereits begonnen. Das Asthma war so schlimm, dass sie überhaupt nicht rausgehen konnte. Sie saß zu Hause und der Staub musste ständig abgewischt werden. Jeder Spaziergang endete damit, dass sie buchstäblich erstickte. Und was hat ihr Vater gemacht? Er hat bei seiner Arbeit gekündigt und hat im Kindergarten eine Stelle als Wächter gefunden, um Zeit zu haben. Im Kindergarten macht man nichts. Man sitzt einfach in einem Raum. Und er hat Pranayama dort gemacht, seine Energie und sich selbst mit Yoga verändert. Am Ende war die Tochter geheilt, die Symptome waren weg. Aber warum hat sie eine solche Situation mit ihren Beinen? Es kann 1000 Gründe geben. Ja, da kann man nur Mitleid haben und ihnen wünschen, dass sie an sich arbeiten. Ein Kind von 10 Jahren kann kein Yoga machen, das macht keinen Sinn. Ich verstehe sehr gut, dass moderne Kinder jetzt zu etwas völlig anderem motiviert sind und dass es ihr Karma ist, dass sie zu solchen Dingen motiviert sind. Eine Familie hat ein bestimmtes Budget. Der Mann, das Familienoberhaupt, weiß, was er investieren muss, was er ausgeben soll und so weiter. Trotzdem hat die Ehefrau ständig das Bedürfnis, für dies oder jenes Geld auszugeben. Und sie sagt, sie wisse es besser, wie das Geld in der Familie ausgegeben werden sollte. Was soll in diesem Fall der Ehemann tun? Es ist so, dass ich versuche, keinerlei Ratschläge zum Familienleben zu geben. Egal welche Ratschläge ich geben werde, werde ich am Ende der Schuldige sein. Erstens sage ich normalerweise, wenn die Leute solche Fragen stellen, versteht, hier habt ihr eine Prüfung, ihre geistige Wachstumsprüfung. Wie kann ich ihnen einen Spickzettel geben, damit sie diese Prüfung bestehen? Nun, es ist nicht richtig, oder? In der Regel steht in den Quellen, dass der Ehemann eine Nadel ist und die Frau ein Faden. Das heißt, der Ehemann muss sich bewegen und die Frau folgt. So sollte es sein. Aber jetzt sind natürlich alle emanzipiert und entwickelt. Wenn sie an sich arbeiten, werden sie starke Energie ansammeln. Ihre Frau wird nicht einmal ein Wort zu ihnen sagen. Nicht, weil es unheimlich ist, sondern weil sie Respekt haben wird. Das heißt, sie müssen so viel Energie um sich herum ansammeln, also die Aura ausweiten. Nichts kommt ihnen zu nahe, selbst wenn ihre Frau sie dann noch überhaupt stressen will. Warum stressen die Frauen eigentlich? Weil ihre Energie nicht ausreicht. Das würde sie vielleicht nicht tun wollen, aber sie möchte Aufmerksamkeit, weil es eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Sie überträgt diese Unzufriedenheit in die materielle Ebene und fordert, dass sie eine Kleinigkeit kaufen. Arbeiten sie an sich selbst und alles wird gut. Andrei, was denken Sie über Kinder-Yoga? Es ist mittlerweile populär geworden. Überall schreiben Sie Kinder-Yoga. Ich habe dieses Thema noch nicht im Detail studiert und würde gerne etwas über Kinder-Yoga wissen. Solange ich schon das Kinder-Yoga beobachte, sieht es folgendermaßen aus. Es wird eine Herde ist ein schlechtes Wort, aber es gibt die Essenz ziemlich gut wieder, in den Saal gelassen und es beginnt ein Rumgerenne. Der Lehrer kommt rein und sagt, nun beruhigt euch. Die Matten ausbreiten. Das geht 3 Sekunden gut, 3 Sekunden können Sie sich auf den Lehrer konzentrieren. Dann geht es wieder los. Der arme Lehrer, alles was er tut, er versucht nur, sie zu beruhigen. Wenn das Training 40 Minuten dauert, werden 4 Asanas durchgeführt. Dies ist im Allgemeinen ausgezeichnet. Es heißt, das Training war dann praktisch erfolgreich. Welches Yoga? Was sagen Sie da? Verstehen Sie? Ich spreche von der durchschnittlichen Gruppe von Yogis, die kommen können. Natürlich gebe ich zu, dass es noch andere Kinder gibt, die anders sind und die sich anders auf der Yogamatte verhalten. Vielleicht gibt es solche einzigartigen Kinder. Aber die durchschnittlichen Gruppen tun so etwas und verhalten sich so gegenüber den armen Lehrern. Was Sie verstehen, ist Folgendes. Also, die Pose einer Katze.
Beim Wort Katze, Krokodil, Hund versuchen sie also einen Hund zu machen. Kurz gesagt, wenn das Asana zumindest nach einem Tier benannt ist, dann werden sie sie noch mitmachen. Der Rest befindet sich bereits außerhalb ihres Weltbildes. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, in unserem Club gibt es jetzt überhaupt kein Kinder-Yoga. Ich wiederhole, ich spreche von der Masse, vom Großteil der Menschen. Wie es im Einzelnen ist, dies ist immer ein Einzelfall. Aber ich würde nicht einmal Zeit dafür verschwenden. Ich kann Ihnen sagen, wie ich zum Yoga meiner Kinder stehe. Gar nicht. Sie machen überhaupt kein Yoga. Das heißt, wenn Sie es praktizieren wollen, werden Sie es tun. Aber warum habe ich so eine ruhige Haltung? Weil Sie in Ihrer Umgebung Erwachsene haben, die meistens alle Yoga machen. Das heißt, sie sehen Yogis, sie sehen die Kinder von Yogis. Das heißt, wir kommunizieren auf einer anderen Ebene. Aber ich werde sie keinesfalls zwingen, irgendwelche Asanas zu machen. Sie sollen aufwachsen, ihre Erfahrung als Kinder machen. Sie sollen Kinder sein, weil es sehr wichtig ist. Ich werde Ihnen ein Beispiel geben, warum ich so gereift bin. Vielleicht vor 15 Jahren, bei meinem ältesten Sohn, sah ich das nicht so, weil die Welt ja beängstigend ist. Nicht wahr? Sie ist schlimm und du musst dem Kind helfen und ich habe geholfen. Natürlich ein Montessori-Kindergarten, die Hinfahrt alleine, 40 Minuten. Er war mehrere Jahre lang in diesem Kindergarten. Natürlich eine Waldorfschule, nicht einmal ich habe darauf bestanden, der Montessori-Kindergarten reichte mir schon. Als er jedoch zu einer anderen Ausbildung wechseln musste, um eine Spezialisierung zu erhalten, gab es natürlich Probleme. Und so gehen meine nachfolgenden Kinder in eine reguläre Schule. Sie erleben Extreme von 100%, so dass sie nach der Schule einfach kaputt sind. Der Sohn kommt von der Schule und erzählt, was dort passiert. Natürlich reden wir über diese Themen. Trotzdem müssen sie jetzt die Erfahrung von Kindern sammeln, damit sie später nicht sagen, dass ihre Kindheit nicht stattgefunden hat, dass sie nicht geklappt hat und es ist deine Schuld. Du hast mich zu dem und jenem gezwungen. Warum sage ich das? Weil das Werkzeug des Yoga eine so wichtige Komponente ist. Es kann die menschliche Evolution so stark beeinflussen. Wenn einem Kind in der Kindheit eine Abneigung gegen Yoga anerzogen wird, dann, glauben Sie mir, wird es tausendmal schlimmer sein, als wenn es sich Kleshas aneignet. Jemand könnte sagen, André, es ist möglich, dass Kinder etwas Schlechtes lernen und so weiter. Tatsache ist, dass wenn Sie nach dem Gesetz des Karmas gehen, Ihrem Kind genau das angetan wird, was es für seine Entwicklung benötigt. Nicht mehr und nicht weniger. Zu 100%, genau so viel ist nötig. Deshalb macht es einfach keinen Sinn, sich Sorgen zu machen. Alles wird gut. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage beantwortet, dass Yoga für Kinder anscheinend eine Art Marke ist, die jemand fördern wollte. Ich habe eine Frage zu Vegetarismus und Veganismus. Je mehr Menschen wir dazu inspirieren, vegetarisch oder vegan zu leben, desto besser ist es für unser zukünftiges Leben, richtig? Für dieses auch. Und was nun? Soll man allen Menschen davon erzählen? Oder nur denjenigen, die sich wirklich dafür interessieren? Wenn Sie die Möglichkeit, Energie und Kraft haben, jemanden, der einen Hamburger isst, mitzuteilen, dass es schädlich ist und ihm raten, den Film Earthlings anzuschauen, ist dies möglicherweise positiv. Aber wiederum nur, wenn Sie die Energie haben. Warum? Weil jeder Fleischesser diesen Planeten zusätzlich belastet. Wer erinnert sich noch an den Namen des Films, der darüber erzählt, dass Fleischessen diesen Planeten buchstäblich tötet? Cowspiracy. Ja. In dem Film wird ausdrücklich gesagt, dass jegliches Fleisch, das produziert wird, eine zusätzliche Belastung für das Ökosystem dieses Planeten insgesamt ist. Wenn mehr Vegetarier in ihrer Nähe auftauchen, wird die Gesellschaft besser sein. Können Sie sich vorstellen, dass ein Vegetarier oder Veganer Zigarettenstummel wegwirft, eine Flasche zerschmettert oder eine Oma beschimpft? Können Sie sich das vorstellen? Ich zum Beispiel nicht. Das heißt, bei einer Person, die evolutionär reif ist, mehr oder weniger ruhige Nahrung zu sich zu nehmen, wirkt sich diese ruhige Nahrung auch auf das Weltbild aus. Die Menschen leben umweltfreundlicher. Wenn wir den Veganismus oder Vegetarismus betrachten, ist es eine umweltfreundliche Lebensform. Und tatsächlich kann es der Gesellschaft helfen, in der wir uns befinden. Doch schauen Sie, wie viele sind jetzt Vegetarier? Wie viele Prozent in dieser Gesellschaft?
Es sind wenige, obwohl der Vegetarismus in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr zunimmt. Das ist eine Tatsache. Daher wird die Gesellschaft nach einiger Zeit vielleicht nüchterner, obwohl es unmöglich ist, dass jeder Vegetarier wird. Nur die, dessen Schicksal es ist. Wenn zum Beispiel Kinder geimpft werden, ist das dann auch das Karma dieser Kinder? Soll ich das Kind schützen und nicht impfen lassen oder nicht? Die Gesellschaft zielt jetzt darauf ab, Kinder impfen zu lassen, sonst werden sie nicht in Kindergärten aufgenommen und so weiter. In der Familie gibt es deswegen auch schon Streit, weil manche glauben, man sollte die Kinder impfen, so wie wir es in der Sowjetunion getan haben und alles war damals ja in Ordnung. Wahrscheinlich ist das Hauptproblem Meinungsverschiedenheiten in der Familie. Mama sagt, es ist notwendig, Papa sagt, soll nicht gemacht werden. Was soll man in dieser Situation machen? Dazu gibt es Videos im Internet. Schauen Sie sie sich an. Das können Sie Ihrem Partner, Ihrer Frau oder jemandem zeigen. Inzwischen gibt es eine Menge Material zu diesem Thema. Und wenn Sie eine Person mit verschiedenen Standpunkten bekannt machen und die Person dennoch bei ihrer Meinung bleibt, dann ist da nichts zu machen. Jemanden zu zwingen, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Wir wurden alle in der Kindheit geimpft, ohne zu fragen. Wir haben uns inzwischen so weit entwickelt, dass wir über dieses Thema nachdenken können. Bei Schulen, Kindergärten oder Ähnlichem können Sie in Russland aufgrund des Gesetzes die Impfung ablehnen. Sie verfassen ein Dokument, dass Sie es nicht möchten, und das war's. Einige gingen noch weiter. Es gibt ein spezielles Formular für Ärzte im Internet. Das heißt, Sie kommen mit diesem Formular zum Arzt, das er unterschreiben soll. Dort steht, dass der Arzt für die Folgen verantwortlich ist, die dieser Impfstoff haben kann. Ich versichere Ihnen, dass kein Arzt es jemals unterschreiben wird. Das heißt, niemand möchte die persönliche Verantwortung dafür übernehmen, dass wenn Ihr Kind geimpft wird, es zu einer Reihe von Folgen kommen kann. Es gibt tatsächlich eine sehr große Liste. Und das wird kein Arzt tun. Seien Sie also vernünftig. Aber auch wenn Ihr Kind trotz Ihrer Proteste geimpft wird, dann sollten Sie es zumindest gesund ernähren. Es soll saubere, gesunde und ausreichende Nahrung zu sich nehmen und vielleicht wird es alles gut überstehen. Tatsächlich hörte ich Fälle von echten Menschen, nicht irgendwelche mythischen Geschichten aus dem Internet. Es gab Fälle hier in Moskau, bei denen ein Kind nach der Impfung katastrophale Folgen hatte. Eine Bekannte von mir hatte sich ein halbes Jahr lang vegetarisch ernährt und dann bekam sie Probleme mit ihren Zähnen. Sie begannen nämlich zu bröckeln. Die Bekannte vermutet jetzt, dass das vielleicht mit der vegetarischen Ernährung zusammenhängt. Meiner Meinung nach ist das eine merkwürdige Logik, ein merkwürdiger Zufall. Wissen Sie, ich habe viele Vegetarier kennengelernt, davon habe ich aber nichts gehört. Ich kann ein Beispiel nennen. Indien, wo 70% der Bevölkerung Vegetarier sind, von Generation zu Generation. Warum sage ich, dass 30% keine Vegetarier sind? In Indien wird in den letzten 17 Jahren Fleischessen aktiv propagiert. Vor allem Führungskräfte, die Konzernchefs, essen da Fleisch. Warum? Weil die Europäer, die Briten, es ihnen beigebracht haben. Schauen Sie sich die Zähne der Inder an, wenn sie lächeln. Normalerweise haben Inder ein perfektes Lächeln. Sie haben nie Fleisch gegessen. Kein Problem, es besteht kein Zusammenhang. Andrei, eine weitere Frage zum Vegetarismus. In unserer Familie sind alle Vegetarier. Auch unser Sohn wurde mit 10 Jahren Vegetarier. Jetzt wird er 16 und plötzlich hat er den Wunsch, Fleisch zu essen. Die Frage ist, sollen wir ihn diese Erfahrung selbst machen lassen oder sollen wir irgendwie versuchen, die Situation zu beeinflussen?
Wenn Sie es ihm nicht erklären können, protestiert er vielleicht nur. Das heißt, Kinder haben oft so etwas, dass sie etwas gegen den Willen ihrer Eltern tun. Wenn die Eltern versuchen, etwas zu tun, sind sie dagegen. Vielleicht als Protest, sinnlos, ihn dazu zu zwingen. Das heißt, wenn er diese Erfahrung machen will, lassen Sie ihn sie machen. Erklären Sie ihm, ich weiß natürlich nicht, was Sie Ihrem Kind erklären werden. Ich würde meinem eigenen Kind erklären, wie es wirklich ist. Das heißt, es ist unmöglich, Fleisch zu kaufen ohne Pestizide und Antibiotika. Das ist das, was im Laden verkauft wird. Was sind die effektivsten Wege, um stolz loszuwerden, vom Egoismus und dem verschmutzten Ajna-Chakra wegzukommen? Egal, was ich tue, lobe ich mich innerlich und bin stolz und so weiter. Stolz wird durch Dienen geheilt. Versuchen Sie also zu dienen. Wenn Sie noch niemanden finden können, nehmen Sie die ganze Welt oder die ganze Gesellschaft um sich und versuchen Sie, ihr etwas zu geben. Was? Es ist schwer zu sagen. Ich kenne Ihre Möglichkeiten nicht. Aber versuchen Sie, etwas zu tun. Wenn Sie es selbst nicht können, finden Sie jemanden, der etwas für andere tut und helfen Sie ihm. Vielleicht verschwindet der Stolz. Was technische Methoden angeht, werden in Indien die sogenannten Niederwerfungen oder das Berühren der Erde durch 5 Körperteile praktiziert, lässt die Energie höher als das Anahata fließen. Es gibt Menschen, für die sich niederzuwerfen schwer ist. Tibetische Niederwerfungen wird es genannt, aber es ist nicht der richtige Name. Laut den Schriften ist der korrekte Name die Berührung der Erde mit 5 Körperteilen. Dies ist eine Energieübung. Damit lässt sich das Anahata gut überwinden, weil Verbeugungen zu machen wirklich schwer ist. Aber der Punkt ist, dass sie keinen Gott anbieten. Es ist eine körperliche Übung. In den Religionen ist es so, dass sie dort Verbeugungen machen, um jemanden anzubeten. Im Prinzip hilft auch das, das Anahata zu überwinden, wodurch der Stolz abnimmt. Vor 6 Monaten hat sich mein Mann die Schulter ausgerenkt. Das Gelenk ist jetzt sehr verspannt. Mit Hilfe von Übungen lässt es sich nicht entspannen. Anscheinend ist es eine Art Verspannung. Das heißt, in der Regel ist alles, was mit dem Schultergürtel, genauer mit den Schultern verbunden ist, eine Konfrontation, ein Kampf. Vielleicht befand er sich in einer Situation, in der er viel ertragen musste. Vielleicht war das der Grund. Aber das ist kein Problem. Gehen Sie zu einem Manualtherapeuten oder sogar zu einem Masseur. Oder er könnte zu einem Osteopathen gehen. Vielleicht schaut er nach und sagt, dass das Sakrum eingeklemmt ist und dass es nicht die Schulter ist. Gehen Sie zu einem Osteopathen, der erklärt Ihnen, was das Problem ist. Freunde, vielen Dank, dass ihr hergekommen seid. 2 Tage lang haben wir uns kennengelernt. Welchen Wert haben gemeinsame Aktivitäten? Ob Sie es mögen oder nicht, Sie haben Ihre Energie verändert. Sie haben sich also bemüht, sich zu ändern. Sie haben gelitten, zumindest ein bisschen. Ihr seid also stärker geworden. Es ist wichtig. Ich weiß, dass es toll ist, 2 Tage durchzusitzen. Das heißt, die Beine tun weh, dann schmerzen sie noch mehr. Aber evolutionär habt ihr euch weiterentwickelt. Ich hoffe, dass es nicht unser letztes Treffen war. Wir werden in regelmäßigen Abständen solche Treffen organisieren. Kommen Sie bitte. Es ist sehr wichtig, mit Gleichgesinnten zu kommunizieren. Wer wenig Unterstützung hat, keine Freunde, sollte zu solchen Treffen kommen. Wir werden gemeinsam unsere Energie verändern.